Ja, hallo, herzlich willkommen bei Holly Sportgeschemme. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, es geht euch allen gut nach den anstrengenden Karnevalstagen. Heute am Aschermittwoch mache ich mein Video einen Tag früher als normal gewohnt. Ja, kommen wir zum 22. Spieltag der ersten Fußball-Bundesliga. Unser FC Köln empfängt die Elf von der Weser, den SV Werder Bremen. Dem einen oder anderen wird natürlich gleich der Gedanke kommen, ah, das ist die Truppe, die wir voriges Jahr zu Hause schön 7:1 abserviert haben. Aber das ist wohl auch Vergangenheit und da sollte auch normalerweise kein FC-Fan irgendwo einen Gedanke dran verschwenden, dass das nochmal so ausgeht. Ich hätte natürlich nichts dagegen, würde mich riesig freuen. Aber am meisten freue ich mich dann natürlich über 3 Punkte, die uns natürlich sehr, sehr gut zu Gesicht stehen würden, gerade auch in Anbetracht der nächsten Wochen, die dann doch etwas schwierig sind, zum VfB Stuttgart zu Hause gegen Bayer Leverkusen. Das sind schon Hausnummern, obwohl ich das Spiel in Stuttgart gar nicht so negativ sehe. Weil in Stuttgart haben wir bisher immer gut ausgesehen. Aber das ist jetzt erstmal Zukunftsmusik. Wollen wir uns erstmal um das Spiel Freitagabend, Spitzenspiel oder ja, Knallerspiel, 20:30 Uhr. Der FC empfängt die Elf vom SV Werder Bremen. Ja, personell gibt es natürlich einiges zu sagen. Chapeau hat sich leider in Hoffenheim die 5. gelbe Karte abgeholt. Heißt somit Sperre fällt aus für das Spiel gegen den SV Werder Bremen. Dafür ist Hübers wieder genesen und wird auch natürlich in die Stammelf zurückrücken. Was Trainer Schulz dann macht mit Kilian, der eine solide Leistung geboten hat in Hoffenheim, ich glaube, er lässt ihn drin. Alles andere wäre für mich überraschend, auch wenn du dann eben halt in der Innenverteidigung 2 Rechtsfüßer hast, was dann auch nicht immer gerade so günstig ist. Aber ich denke mal, Kilian bekommt den Vorzug vor Heinz. Ja, zumal auch Kilian jetzt 90 Minuten Spielpraxis hatte und Heinz ja nur zweimal irgendwo kurz vor Ende des Spiels eingewechselt worden ist. Spricht normalerweise alles für Kilian. Ansonsten rechne ich normalerweise mit keiner Änderung. Diel wird wieder in den Kader rücken nach seiner Erkrankung und wen er dafür streichen wird, Trainer Schulz. Ich denke mal, irgendeiner muss dann dran glauben. Ja, das soll aber erstmal alles Zukunftsmusik sein. Wie gesagt, unsere verletzten Spieler Ud Waldschmidt und auch Selke, die ja länger ausfallen, wird wohl mit einer ja, Rückkehr gerechnet in der Länderspielpause. Ich hoffe, dass die drei uns dann noch zum Ende hin raus in der Serie helfen können. Natürlich ist es sehr, sehr schwierig, nach so einer langen Verletzung dann irgendwo zurückzukommen, denn du brauchst normalerweise immer genauso lange, wie du verletzt warst. Und das kann dann schon eng werden, wobei ich hoffe, dass Ud nochmal kommt. Ich hab da aber meine Bedenken, wenn du als über 30-Jähriger Probleme schon hattest mit dem Knie, ist es keine ganz einfache Nummer. Aber wie gesagt, an der Stelle nochmal, Jungs, haltet euch bereit. Ich hoffe, ihr werdet bald wieder fit, dass ihr uns helfen könnt, dass wir da unten rauskommen. Sprich, in absolute Priorität hat ja normalerweise erstmal, dass wir den Relegationsplatz sichern und den Abstand wahren auf Mainz und auch auf Darmstadt 98. Die Mainzer haben ja jetzt nochmal die Woche die Reißleine gezogen, haben ihren Trainer freigestellt und haben einen neuen Trainer verpflichtet, an dem angeblich auch der FC Köln mal interessiert war. Gut, soweit so gut zu den Trainerwechseln. Ja, was es noch zu berichten gibt, den Bremer fehlen natürlich auch Leute. Keita wird auch wieder ausfallen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute, vernünftige Verpflichtung war, aber du steckst eben halt von vornherein nicht drin. Auch Velkovic und Pieper fallen aus. Dafür kehrt auch Weiser und Bittencourt, der ehemalige Kölner, zurück ins Aufgebot. Und ich rechne mit einer defensiv eingestellten Mannschaft vom SV Werder Bremen. Sie werden wahrscheinlich genauso angehen, wie sie in München 1:0 gewonnen haben. Könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und dann heißt es hinten wieder stabil stehen für unsere Mannschaft, so wie das wir die letzten Wochen auch gemacht haben. Eng stehen, wenig Räume anbieten. Und dann müssen wir dann eben halt kommen über unsere schnellen Leute, Ali Du oder meiner.
Oder Jan Thielmann. Die Chancen müssen wir dann nutzen, dass wir das ein oder andere Tor vorlegen. Und man hat ja jetzt auch gesehen, dass die Abwehr sich wirklich stabilisiert hat. Und das ist auch im Grunde genommen das A und O. Solange wie du hinten keinen fängst, kannst du kein Spiel verlieren. Und wenn du vorne eins machst, hast du eben halt gewonnen. Das sind eben halt ja, so Floskeln, wie man sie immer gerne raushaut. Aber es wäre eminent wichtig. Wichtig ist auch, dass Hennes, ja, es stand im Raum, dass Hennes das Spiel nicht ausführen kann, weil der Zoo ist zu. Ich glaube, Vogelgrippe herrscht. Die Tiere mussten alle unter Quarantäne, aber so wie ich das vorhin gelesen habe, hat Hennes dann irgendwo doch die Bereitschaft, das Spiel zu sehen und den FC zu unterstützen. Eine Änderung hat es noch gegeben auf der Torwartposition. Nach der Entlassung von Uwe Gospodarek hat ja Trautner die ganze Geschichte gemacht und man war anscheinend, so kann ich es vernehmen, nicht ganz so zufrieden mit ihm. Und somit hat man einen neuen Mann verpflichtet, der heißt Carsten Kuhn, ist 31 Jahre alt, kommt aus dem Nachwuchs von Hertha BSC, war auch schon vorher bei den Gladbachern im Fohlenstall tätig und es ist seine erste Station im Profibereich. Ja, war früher Torhüter beim SV Meppen. An der Stelle, Carsten Kuhl, hoffentlich kannst du dich bewähren und kannst die Leistungen von unseren Torhütern stabilisieren. Wäre recht schön. Und ja, immer Trautner wechselt dann wieder zurück zur U21 und übernimmt die Koordination der Torhüter. Ja, dann kommen wir mal zu meinen Bundesliga-Tipps. Ja, wie gesagt, Freitagabend. Köln, Werder Bremen, 20:30 Uhr, mein Tipp 2:1 für unseren FC. Dann geht es Samstag zur gewohnten Zeit weiter, 15:30 Uhr, Wolfsburg gegen den BVB. Mein Tipp 1:2, was auch gleichzeitig mehr oder weniger meiner Ansicht nach, ich gönne das keinem, das Aus von Kovac bedeuten würde. Mainz erwartet Augsburg, wie gesagt, Mainz mit neuen Trainern, neuer Aufschwung. Ich traue den Mainzern, auch wenn es mir nicht gerade so gut gefällt, einen Sieg zu gegen die Augsburger mit 2:0. Hoffenheim erwartet Union Berlin, wünscht sich natürlich jeder einen Sieg von Hoffenheim aus Kölner Sicht. Ich kann nicht richtig dran glauben, ich traue den Eisernen ein 2:2 zu. Heidenheim erwartet Lev, ja. Eindeutige Sache. Normalerweise, obwohl es schwer ist, in Heidenheim zu spielen, mein Tipp ist ein 1:4 und Darmstadt 98 erwartet den VfB Stuttgart. Hoffentlich können die Stuttgarter ihre Leistung stabilisieren und gewinnen in Darmstadt mit 2:0. Dann haben wir 18:30 Uhr Spitzenspiel Leipzig gegen Gladbach. Mein Tipp ein klares 3:0. Die Leipziger waren ja gestern noch tätig in der Champions League, haben leider knapp und unglücklich 0:1 verloren gegen Man City. 15:30 Uhr, dann Sonntag, Freiburg gegen Frankfurt. Ja, die Freiburger hängen ja auch ein bisschen zurück. Na, mit ihren Leistungen, mit den Ergebnissen sind sie auch nicht so zufrieden. Ich denke mal, sie kriegen die Kurve gegen die Frankfurter. Die Frankfurter haben auch irgendwo zwei Gesichter, zu Hause so und auswärts so. Mein Tipp, Freiburg, Frankfurt 2:1. Und zum Abschluss Sonntag 17:30 Uhr der VfL Bochum gegen die Bayern aus München. Ja, die Bayern heute noch in Rom bei der Champions League. Das Spiel werden sie wahrscheinlich auch gewinnen. Haben natürlich eine miserable Leistung gezeigt am Samstag im Spitzenspiel bei Bayer Leverkusen. Ja, die Bayern müssen das Spiel einfach gewinnen, schon alleine aus Kölner Sicht. Deswegen traue ich den Bayern ein 4:1 in Bochum zu. Ja, sollte das alles so eintreffen, wäre es nicht schlecht, dann könnte die ein oder andere Mannschaft vielleicht auch noch irgendwo in den Abstiegssumpf, was natürlich ein Vorteil ist für die Kölner, wenn man bedenkt, so weit ist es nicht. Du musst drei, vier Spiele mal richtig punkten, dann sieht die Welt schon wieder anders aus. Ich bin jetzt eigentlich recht optimistisch bei dem Spiel gegen Werder Bremen. Früher war Werder Bremen unser Lieblingsgegner, gerade zu Hause. Ich kann mich daran erinnern, Dieter Müller, ich glaube, wie viele Tore hat er mal gemacht? 5 oder 6 Stück. Ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls war das auch gegen Werder Bremen. Werder Bremen war früher, in früheren Zeiten, 70er Jahre, 80er Jahre, einfach ein Opfer beim FC. Ja, die Hütte wird wieder voll sein. Auf die Fans kann sich der FC einfach verlassen. Man hat es am Sonntag wieder gesehen. 6.000 Zuschauer. 6.000 Zuschauer.
Karnevalssonntagabends in Hoffenheim, das ist schon eine Hausnummer. Das ist schon eine richtige Hausnummer. Was gibt sonst noch Neues? Friede im Funkel. Friede im Funkel. Unser Legendentrainer ist wieder tätig. Hat sich dem ersten FC Kaiserslautern, der sich von Trainer Gramozis getrennt hat, angeschlossen und will die Truppe, die Roten Teufel, vorm Abstieg retten. Ich denke mal, das gelingt ihm, wenn es keinem gelingt, aber Friede im Funkel wird es gelingen. Das ist ja meine Meinung. Friede wird das schaffen. Und auch der HSV hat sich von seinem Trainer Tim Walter getrennt. Und dann gehen natürlich die Alarmglocken an. Ja, jeder rechnet damit. Steffen Baumgart, unser Ex-Trainer, von dem wir alle begeistert waren und auch noch eigentlich sind, bis eben halt die Ergebnisse, wird sich dem HSV anschließen. Ich bin gespannt. Ich habe einen Kumpel, der in Hamburg wohnt, mit dem ich mich auch immer regelmäßig austausche. Er ist nicht so begeistert davon mit Trainer Baumgart, weil Tim Walter hat ja ein Problem gehabt. Er konnte seine Abwehr nicht stabilisieren. Zwei Heimspiele, jeweils vier Gegentore, das ist schon eine harte Nummer. Man hat jetzt auch erstmal den Co-Trainer hochgezogen und ja, kann der sich bewähren? Man wird sehen, wie es weitergeht. Ganz einfache Nummer. So, Freunde, ihr könnt es gerne kommentieren, wie ihr das seht. Traut ihr uns einen Sieg zu gegen Werder Bremen? Gerade Freitagabends, Flutlicht, Hütte voll, müsste eigentlich laufen. Die Jungs müssten eigentlich vor Selbstvertrauen strotzen. Man darf die, um Gottes Willen, man darf die Bremer um Gottes Willen nicht unterschätzen. Hatten ja nun auch einen Befreiungsschlag, haben natürlich vorher war gegen Heidenheim auch mehr oder weniger ja, Pech gehabt, ob man das sagen kann, mit Pech. Jedenfalls haben sie zu Hause gegen Heidenheim verloren und das ist denn schon mal eine richtige Nummer. Und ja, dann wollen wir hoffen, dass das Ding Freitagabend gut über die Bühne geht, damit wir unser Wochenende in Ruhe Fußball gucken können, ohne unser Herz in Mitleidenschaft zu ziehen. Ja, über einen Daumen nach oben oder über jeden Kommentar freue ich mich natürlich. Dann wünsche ich euch ein angenehmes Fußballwochenende und vor allen Dingen bleibt gesund. Bis dahin sage ich Tschüss, euer Olli. Ciao.